Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche. Heute die Lesewoche meiner zweiten Urlaubswoche. Ja, ich muss selbst so ein bisschen drüber nachdenken. Wie das so ist. Im Urlaub ist man ja manchmal an Tagen doch ein bisschen verwirrt. Es war eine bombastische Woche. Das Wetter war traumhaft sommerlich bis ziemlich zum Freitag hin. Dann hat es ja sehr, sehr runtergekühlt, was auch den Grund hat, dass ich jetzt mit Langarm tatsächlich vor der Kamera sitze. Ja, es ist kein sehr dickes Shirt oder Pulli, sondern ja, aber habt's auch so ein bisschen kuschelig und man muss ja irgendwie den Herbst gefühlt begrüßen. Ich finde es ein bisschen früh, so Ende August ihn begrüßen zu müssen, beziehungsweise wenn ihr das Video seht, ist ja schon der 1. November, nein, September. Aber es soll ja aber jetzt ab Mitte der Woche wieder schön heiß werden und oder zumindest warm um die 25, 26 Grad, was natürlich nochmal schön ist, um noch ein paar Sachen draußen zu erledigen, um auch einfach nochmal im Urlaub sozusagen das schöne Wetter zu genießen mit Grillen und sehen, nicht zum Ansehen, sondern zu sehen, fahren. Jetzt ist der Wortsalat komplett im Kopf. Aber darum soll es ja gar nicht gehen. Sondern um die vergangene Woche, in der ich wieder von den Büchern, die ich gelesen habe, so kleine Videoschnipsel gemacht habe. Und das auch wieder ganz gut geklappt hat. Das dritte Buch diese Woche stelle ich jetzt sozusagen in diesem Look vor, weil ich dachte mir, bevor ich jetzt ein 8-Minuten-Video drehe, kann ich mich auch zur Bücherwoche kurz hersetzen. Ich habe jetzt einfach die Zeit und die Lust. Und das passt jetzt einfach ganz gut. Ich habe drei Bücher diese Woche gelesen und im Grunde waren es eher nur ein Viertel Bücher. ich war auch drei Tage in Berlin und in denen habe ich natürlich gar nicht gelesen. Doch ich habe eigentlich schon etwas gelesen und zwar die Leseproben zum Deutschen Buchpreis, die aber jetzt in keinster Weise sozusagen irgendwie zum Büchermonat oder der Bücherwoche oder irgendwas zählen. Aber ich dachte, dazu kann ich dann auch einfach was sagen, denn die Longlist ist im Grunde ja da. Und da einfach so meine Gedanken zu. Zudem habe ich in dieser Woche die erste Staffel komplett von This Is Us gesuchtet und habe auch schon die zweite Staffel so weit aufgeholt, dass ich jetzt am vergangenen Montag sozusagen auf dem neuesten Stand auf Six war. Denn da habe ich die Serie gesuchtet. Und wenn man natürlich Serie suchtet, drei Tage nicht da ist, dann ist natürlich mit Lesen nicht ganz so viel. Zudem habe ich auch gemerkt, dass mir diese Woche ein Hörbuch gefehlt habe, aber ich konnte mich nicht so recht entscheiden. Zudem wusste ich, dass ich meine Gutscheine für zwei besondere Bücher einfach brauche. Und das ist manchmal nicht so einfach. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, so rum stimmt's. Die drei gelesenen Bücher dieser Woche waren, zuerst habe ich beendet Thalamus von Ursula Ponsnansky. Das ist ihr neues Jugendbuch, das mir auch vom Verlag zur Verfügung gestellt wurde, worauf ich mich sehr, sehr gefreut habe, denn bisher haben mir ja die Jugendbücher von der lieben Ursula Ponsnansky immer super gut gefallen und es wird auch einfach Zeit, dass ich die beiden Bücher, die ich jetzt noch auf dem Sub habe, oder sogar drei Bücher, dass ich die auch mal weglese. Und das eine ist ja auch diese Thriller-Reihe, die sie also eher für Erwachsene dann geschrieben hat. Dann ist etwas sehr, sehr Cooles über mir hereingekommen und zwar Doors, der Beginn von Markus Heitz. Super, super spannend gemacht vom Verlag ist diese Buchreihe bzw. der Auftakt dieser Reihe, was ich total überraschend fand. Ich habe davor gefühlt nicht wirklich was mitbekommen, habe es direkt an einem Tag weggesuchtet und war sehr, sehr angetan davon. Und zuletzt beendet habe ich die englische Fotografin von Dina Jefferies. Das ist eher wieder ein bisschen was Historisches, was uns da nach Indien führt. Und was mich direkt angelächelt hat und ich einfach so ein bisschen auf diesen Trip, der nicht ganz so in die Tiefe gehenden historischen Geschichten, also das ist auch 1930, glaube ich. Das sind so die drei Bücher der Woche. Ja, The Doors oder Doors mit 80, 90 Seiten, nicht wirklich ein ganzes Buch, aber dennoch sehr schön alles nacheinander gelesen, was ich sehr, sehr genossen habe. Und zum Rest dann einfach später ein bisschen was. Und ich denke, wir starten jetzt einfach mit den beiden Clips, die ich zumindest für die ersten beiden Bücher gemacht habe. Und wir sehen uns dann zur englischen Fotografin wieder. Das erste Buch der Woche, was ich beendet habe, ist das neue Buch
von Ursula Poznanski, Thalamus. Dabei handelt es sich wieder um einen Jugendbuchroman. Und bisher, ja, habe ich ja nur sehr, sehr gute Erfahrungen mit den Büchern von Ursula Poznanski gemacht, die mir bisher ja durchweg alle sehr, sehr gut gefallen haben, die ich gelesen habe. Und so habe ich mich auch auf das neue Buch von ihr gefreut, auch wenn ich 2, 3 ältere Bücher von ihr noch auf dem Sub habe. Auch die etwas erwachseneren Thriller-Krimi-Bücher warten ja noch darauf, von mir entdeckt zu werden. So war ich doch gespannt, was Thalamus ja, zu bieten hat und was Ursula Poznanski aus dieser Geschichte macht. Ja, ich mochte die bisherigen Jugendbücher sehr, sehr gerne und bin auch hier total neugierig gewesen, weil Thalamus hat ja etwas mit dem Gehirn zu tun und da war ich einfach ja, total gespannt, was sie sich dazu wohl ausgedacht hat. Und ja, wir begleiten hier Timo, einen jungen Mann, der auf dem Weg zu seiner Freundin ist, bei einer etwas blöden Überholaktion mit seinem Motorrad irgendwie ins Straucheln gerät, einen Unfall hat und ja, wir begleiten ihn so ein bisschen in den Krankenhäusern. Ja, wo eben unter anderem auch irgendwie einfach was am Gehirn festgestellt wird. Man musste die Schädeldecke entfernen und er hat so seine Probleme nach dem Koma mit dem Reden, mit dem sich Verständigen und auch mit dem Laufen. Und er wird dann in eine Klinik gebracht, wo eben ja, viele Jugendliche und auch Erwachsene sind mit einem ähnlichen Krankheitsbild, im Grunde eine Fachklinik dafür. Und ja, es passieren da aber doch recht merkwürdige Dinge. Unter anderem sein Zimmernachbar, der auf einmal ja, nachts mit ihm spricht, ihm auch droht, dass er das ja keinem sagen darf. Und tagsüber ist der Zimmernachbar aber ja, eigentlich im Koma und kann gar nichts alleine. Und ja, da fragt sich natürlich Timo, wie kann das sein? Zudem fängt er selbst an, ja, Schlaf zu wandeln. Er lebt dort im Schlafwandeln Dinge, findet sich an Orten wieder, die er vorher nicht kannte in der Klinik und kann aber tagsüber eben nicht laufen und ja, versteht gar nicht, wie er das in der Nacht kann. Und so passieren ein paar merkwürdige Dinge und ja, gerade das so mit dem Zimmernachbarn ist natürlich ein Rätsel, das gelöst werden muss. Und auch, was natürlich Timo dazu bringt, nachts laufen zu können und tagsüber nicht. Und ja, wir sind hier natürlich in einer Klinik, also sehr begrenzter Raum, was ich immer sehr spannend finde. Und man hat eine begrenzte Anzahl an Charaktere, die im Grunde wichtig sind. Zu den Charakteren selbst muss ich sagen, dass mir Timo doch sehr sympathisch ist. Man konnte ganz gut nachvollziehen, wie es ihm geht. Gerade auch einfach so sein Krankheitsbild kann man absolut nachvollziehen, wie man sich fühlen muss, wenn man sich nicht mitteilen kann, wenn man nicht sprechen kann, wenn man auch gefühlt gar kein Blatt und Stift bekommt, um irgendwas aufzuschreiben, was ich ein bisschen merkwürdig finde, weil ich das einfach aus verschiedenen Krankheitserfahrungen im Familienfreundeskreis kenne, dass man irgendwann dem Menschen einen Stift in die Hand drückt und einfach versucht, mit ihm zu kommunizieren. Also warum das hier nicht passiert ist, wirkte ein bisschen unrealistisch, aber wir sind halt in einer Geschichte und das hätte natürlich die Spannung auch irgendwo genommen. Die Nebencharaktere fand ich leider ein bisschen 0815, ein bisschen flach. Die waren alle gefühlt auch so ein bisschen austauschbar. Man wusste nicht immer direkt, wenn er mit wem sprach, oh, war das jetzt der oder der? Es gab so 1, 2 Charaktere, unter anderem auch Karl, den ich natürlich auch sehr ins Herz geschlossen habe. Aber es war manchmal so ein bisschen verwirrend, weil man nicht wirklich ein ja, Gesicht, ein Bild zu den Charakteren vor Augen bekommen hatten. Die persönliche Erzählweise hat mir sehr gut gefallen, also dass man wirklich sehr nah an der Geschichte dran war, man wirklich viel miterlebt hat, mit viel mitgemacht hat, wirklich ja in der Geschichte eingetaucht ist. Das hat Ursula Poznanski unglaublich spannend gemacht und ich sag wirklich mal, das erste Drittel, wenn nicht gar die erste Hälfte des Buches, habe ich ja wirklich absolut weggesuchtet an einem Sonntagnachmittag und war wirklich total fasziniert von diesem Eintauchen, von diesen vielen neurologischen Begrifflichkeiten, von diesen Gedankengängen, dieser innovativen Idee, die Ursula Poznanski hier eben gezeigt hat. Das hat sie wirklich ganz, ganz toll gemacht. Leider wurde es so ab der Mitte ein bisschen ja, langweiliger. Es geschah nicht mehr so richtig viel, was einen Fragezeichen irgendwie im Kopf ausgelöst hat. Das Ende wiederum war dann die letzten 70 Seiten, 50 Seiten, ging unglaublich schnell. Es ist ganz viel passiert. Das hätte ich mir schon ein bisschen früher einfach erhofft. Und die Auflösung
Lösung war dann schon in etwa so, wie ich mir das gedacht habe. Es gab aber doch noch so ein, zwei spannende Wendungen, mit denen ich tatsächlich nicht gerechnet hätte. Also alles in allem wirklich ein gelungenes Buch von Ursula Ponstanski, was mich auch wirklich hat dieses Buch wegsuchten lassen. Aber es hat so ein bisschen das Besondere gefehlt, dieser besondere Kick, diese Charaktere, mit denen man absolut mitgeht, wo man auch ein bisschen emotionaler wird. Das hat mir leider so ein bisschen gefehlt, aber die neuartige Idee, dieses Neurologische, mit dem hier gearbeitet würde, was so im Gehirn passieren kann, soll, wie das zur Gesundheit irgendwie beiträgt, das fand ich wirklich großartig gemacht, das fand ich wirklich spannend, habe mich da gerne eingelesen und das ist wirklich ein Thema, was einfach perfekt in die Zeit passt, was glaube ich gar nicht mehr so weit in der Zukunft, in der Science Fiction sozusagen liegt. Und es gab natürlich auch den ein oder anderen Gruselmoment, wo man sich so ein bisschen fragt, oh mein Gott, was ist hier im Grunde passiert? Und ja, also es ist eine tolle Geschichte, es ist ein spannendes Jugendbuch. Es ist vielleicht ein bisschen zu jugendlich für mich, das muss man ganz klar sagen. Ich glaube, wenn man einfach wirklich in dem jugendlichen Alter ist, dann ist das das richtige Maß an Fachbegriffen, an neuartigen Dingen, dann ist das was, was man vielleicht noch nicht durch etwas zeitgenössischeres Science Fiction, ich sag mal jetzt aus dem Jugendbuch, also einfach für das ältere Publikum, im Grunde vielleicht schon kennt oder gelesen hat. Ich fand es spannend, ich fand es packend. Der Mittelteil leider ein bisschen langweilig und das Ende wieder viel, viel zu schnell. Das wäre so ein bisschen, was einfach so das zum Highlight hätte einfach gehört, dass das Ende viel früher anfängt und der Mittelteil einfach noch ein bisschen mehr an Spannung hat, denn es wiederholt sich natürlich dann so manches auch und irgendwann findet man den anfänglichen Grusel-Spannungsmoment, da wo man denkt, naja, wir wissen ja, dass das jetzt so und so ist. Ja, aber es war absolut großartig. Ich habe, glaube ich, 4 Sterne auf Lovely Books von 5 gegeben und das liegt einfach an diesen 2 Dingen, die ich so ein bisschen abziehen würde, so den Mittelteil, das Ende und auch so ein bisschen eben, ja, die Charaktere, die einfach so ein bisschen, ja, austauschbar waren. Also mir fällt kein anderes Wort ein. Ich glaube, dass das einfach ist, was es am besten beschreibt. Und dennoch würde ich das Buch absolut empfehlen. Einfach wer sowas gerne mal liest über diese Neurologie, was so im Gehirn vor sich geht und auch Jugendbücher einfach gerne liest. Ich glaube, der ist hier auch absolut richtig. Also eine Empfehlung mit eben so ein bisschen einer Einschränkung, aber dennoch ein wirklich ganz tolles Buch. Ein neues Buchprojekt von Markus Heitz, musste ich in dieser Woche auch reinschieben, denn es ist herausgekommen, Doors, der Beginn von Markus Heitz. Ein Buch, von dem ich vorher gefühlt noch gar nicht so richtig was gehört habe. Ich habe auf Instagram so ein bisschen gesehen, dass Knauer dafür im Grunde Werbung gemacht hat, das so ein bisschen vorgestellt hat. Und als das dann in meinem E-Mail-Postfach gelandet ist, dachte ich, oh, das klingt ja spannend, das liest du. Und ich habe das auch erhalten und weggelesen. Es sind nur, glaube ich, so irgendwas zwischen 80 und 90 Seiten. Und dieses Buch, dieses E-Book, was es jetzt aktuell kostenlos gibt, also The Doors, es ist eine Pilotfolge, wo eine Gruppe von Menschen beauftragt wird, für sehr viel Geld in eine Art Höhlensystem zu gehen und im Grunde die Tochter des Beauftragten, also der Auftraggeber, zahlt einen Haufen Geld, damit seine verschollen gegangene Tochter auf dem eigenen Grundstück wiedergefunden wird. Und es sind allerlei verschiedene Charaktere dabei, Professoren, es ist eine Hellseherin dabei, es sind Höhlenkletterer dabei, also ganz viele unterschiedliche Charaktere, so eine ganze Truppe, ich glaube von 6 oder 7 Leuten. Und die gehen im Grunde auf die Suche und am Ende des ersten Bandes, ohne zu spoilern, steht man vor 3 Türen. Und wir Leser entscheiden uns im Grunde dazu, durch welche Tür treten wir ein. Denn im Oktober, und das finde ich das Grandiose an dieser Buchreihe, ist, im Oktober werden alle 3 Bücher erscheinen, ich glaube auch direkt am 1. Oktober. Und es sind 3 Bücher, die Markus Heitz im Grunde dann auch geschrieben hat, die komplett unabhängig voneinander sind, die parallel laufen und selbstständig für sich stehen. Das heißt, man entscheidet sich für Buch 1, für Tür 1, 2 oder 3 und liest dann den Weg, den man gegangen ist. Ob das jetzt gut ist, schlecht ist, spannend, was auch immer. Die Klappentexte verheißen schon sehr, sehr viel und ich bin tatsächlich sehr zwischen 2 Türen, zumindest sehr zwiegespalten, welche Tür ich gehen werde. Es ist eine geile Idee, das muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist mal was erfrischend Neues, was Innovatives, was anderes. Auch die Pilotfolge, wenn es auch jetzt nur knapp, sagen wir, 80 Seiten waren, war sehr spannend gestaltet, sehr nachvollziehbar. Auch die Gruppe, die Charaktere, ich glaube, dass dazwischen wirklich sehr viele Dinge geben wird, die Gruppendynamik so
so ein bisschen verändern, aufheben wird. Und die drei Bücher, die es dann im Oktober geben werden, werden heißen Dämmerung, Kolonie oder Blutfeld. Und die Dämmerung bringt uns so irgendwie in ein unterirdisches Höhlensystem, die Kolonie in eine Art alternative 40er Jahre in Deutschland, also die Geschichte spielt auch in Deutschland, und es wird wohl diese Nazi-Zeit sozusagen gar nicht geben, so habe ich zumindest den Klappentext verstanden. Und das Blutfeld wird uns ins 9. Jahrhundert katapultieren. Und das ist wirklich eigentlich, glaube ich, so die, wo es mich hinzieht. Auch wenn ich den Titel mit Blutfeld schon so ein bisschen gruselig finde, glaube ich, dass das 9. Jahrhundert mir unglaublich gut gefallen wird. Und so auch die Unterwelt. Ich muss sogar sagen, dass mir diese alternative 40er Jahre Deutschlandzeit doch interessant vorkommt. Und am Ende liest man wahrscheinlich alle drei Geschichten und denkt sich, huch, welche Geschichte war jetzt wohl am coolsten? Also ich finde es sehr spannend. Ich finde diese Idee wirklich grandios. Ich finde das... Ja, dass dieses Interaktive, kennt man ja durchaus von High-Fantasy-Spielbüchern, wo man ja den Helden auch im Grunde begleitet und man selbst dann der Held ist. Ganz so ist es hier nicht. Man entscheidet sich jetzt natürlich für eine dieser drei Türen und begleitet im Grunde die Gruppe jetzt wohl durch diesen Weg. So genau weiß ich es ja noch nicht. Ich finde das mega spannend, sehr interessant. Die 80 Seiten haben sich sehr gut lesen lassen. Markus Heitz kann schreiben. Er ist an den richtigen Stellen detailreich und auch an den richtigen Stellen ist er ein bisschen oberflächlicher, was ich von der Mischung her wirklich sehr gut finde. Und da habe ich wieder gemerkt, ich habe ja früher immer mal sehr gerne Markus Heitz gelesen. Ich fand ja auch dieses Hörspiel, was es dieses Jahr im Mai gab, glaube ich, sehr, sehr gut von ihm gemacht und ich bin hier sehr angetan. Also am liebsten, glaube ich, gefühlt würde ich tatsächlich alle drei Türen lesen. Ich werde mich aber wohl tatsächlich im Oktober für eine der Türen entscheiden und dann mal gucken, ob ich auch eine zweite oder dritte Tür lese. Also es ist wirklich sehr cool von der Idee und da könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, dass man als Leser im Grunde sich jetzt seine Geschichte aussucht. Also in welche Tür begleitet man die, welche Richtung soll es gehen? Und man muss ja auch ehrlich mal sagen, es sind ja drei vollständige Bücher. Ich weiß jetzt nicht, wie groß der Umfang dieser Geschichten sein wird. Das ist schon irre, dass das ein Autor einfach mal so wegschreibt. Also das finde ich schon mega spannend und einen Auftakt hat und dann eben verschiedene Geschichten erzählt. Wahrscheinlich hätte man es auch in einem dicken Buch erzählen können und hätte eine Gruppe in die Richtung, eine Gruppe in die und eine Gruppe in die schicken können und das dann parallel irgendwie zulaufen lassen. Aber ich finde die Idee, wie es jetzt ist, einfach grandios. Und ich finde das als Leser auch wirklich von der Idee einfach so cool, dass ich direkt Doors der Beginn gelesen habe und ich das auch wirklich toll fand. Also es ist auf 80 Seiten. Ihr wisst, ich bin nicht der Kurzgeschichten-Fan. Man kann natürlich jetzt nicht so viel erwarten, aber man sollte mal reinlesen, dann bekommt man ein Gefühl für den Stil und auch für die Idee, die dahinter steckt und was die Leute dahin führt, sich dann irgendwann zwischen Türen zu entscheiden. Das ist nämlich ein sehr cooler Weg und auch, man ahnt schon eine sehr coole Idee. Aber ich bin mega gespannt jetzt auf Oktober und ich bin ja ganz froh, dass man im Grunde nur so grob 6 Wochen oder sind es überhaupt so viel wahrscheinlich, warten muss und dann wird einfach mal geguckt, zu welcher der Türen ich greife. Ich bin natürlich sehr gespannt, ob ihr selbst auch mal reingeguckt habt in diese Lesevorschau oder in diese Pilotfolge und ob ihr euch schon für einen der Türen sozusagen entschieden habt. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare und kann ich erstmal nur empfehlen. Ich bin sehr gespannt, was die drei weiteren Bücher, wie mir die gefallen, wie auch immer man das nennen möchte. Ob ich mich für alle drei entscheide oder nur für eins. Das macht es uns Leseratten aber auch nicht einfacher. Dennoch, sehr geile Idee, sehr cooles Marketing und ich finde, das muss auch mal lobend erwähnt werden. Und wir lassen uns überraschen, Frosch im Hals, was im Oktober auf uns zukommt. Das dritte Buch der Woche ist dann Die englische Fotografin von Dina Jefferies, einer Autorin, von der ich auch tatsächlich schon ein Buch auf dem Sub habe, was ich, glaube ich, angelesen habe oder noch nicht und es steht noch hier, ich weiß es gar nicht mehr. Das ist, ich habe wieder den Namen verdrängt, irgendwas mit Die Tochter des Seitenhändlers. Ich glaube, das habe ich sogar aktuell ausgeliehen. Das war mir aber gar nicht so bewusst, dass das die gleiche Autorin ist, als ich den Klappentext zu Der englischen Fotografin gelesen habe.
habe, denn mich hat einfach das Thema die Zeit und das Land unglaublich angesprochen. Denn wir spielen, wir erleben hier die Zeit um 1930 in Indien und wir lernen Elisa kennen oder Eliza, je nachdem wie wir es jetzt wahrscheinlich Englisch aussprechen, in meinem Kopf war sie Elisa. Wir lernen Elisa kennen, eine junge Frau, eine junge Witwe, die ihren Mann verloren hat. Sie selbst war in der britischen Zeit, als sie in England lebte, Fotografin und wird dort von der britischen Krone für ein Jahr nach Indien geschickt und soll am Hofe der Familie des Maharajas leben und dort eben auch fotografieren und so einen ganzen Jahresverlauf miterleben und soll sich da im Grunde auch so ein bisschen einfügen und soll im Grunde dann auch berichten. Man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass sie spionieren sollte, aber sie sollte eben ja so ein bisschen diese britische Krone und diese indische Welt ein bisschen zueinander bringen, was ja in der Kolonialzeit wahrscheinlich gar nicht so einfach war. Ja, Elisa liebt ihre Aufgabe, geht komplett darin auf und fühlt sich am Maharaja-Hof nicht so direkt wohl, denn so manche Intrigen und Vorurteile treffen sie doch sehr schwer. Und ihr einziger Lichtblick ist Jay, das ist der Bruder des aktuellen Fürsten. Und trotz aller Widrigkeiten merkt man, dass die beiden sich einfach super sympathisch finden und so auf einer Wellenlänge schweben und eben nicht sie so irgendwie dieses weibliche Haschall ist, wie man das wohl damals in Indien und vielleicht sogar noch sehr viel weiter in Indien betrachtet hat. Es treffen also zwei Kulturen aufeinander, die gefühlt andersartiger nicht sein könnten. Und das fand ich unglaublich spannend. Das hat mich im Klappentext schon super angesprochen. Ich mag so fremde Länder im Grunde entdecken. Ich fand ja auch bei der Hansensaga super spannend, als es nach Kamerun ging. Und ich mag eben auch tatsächlich diese Kolonialzeiten, weil die doch sehr viel Reibungspunkte einfach in unserer Geschichte haben. Und man eben dadurch auch einfach merkt, richtig hat gefühlt in der Vergangenheit halt keiner irgendwas gemacht. Und ich glaube, dass man hier merkt, wenn das so ein bisschen am Abnabeln ist, was eigentlich die einzelnen Beweggründe dafür so sind. Ich bin ein großer Fan dieses Buches. Ich muss es absolut sagen, es ist für mich ein klitzekleines, größeres Highlight. Ich hatte unglaublichen Spaß, diese Geschichte zu entdecken. Ich mag den Schreibstil von Dina Jefferies. Das ist ein sehr flüssiger Schreibstil, ein sehr intensiver Schreibstil, der einen wirklich so mitreißt in das 1930. Zum einen natürlich ein bisschen, was das englische Leben angeht, was die britische Krone angeht, aber ganz besonders auch das Indien. Man riecht Indien förmlich, wenn man die Geschichte liest, wenn man darin eintauchen kann. Man hat das Gefühl, man sieht diese bunten Farben, man sieht die Wüste, man erlebt diese Geschichte von Elisa einfach mit und ich war da sehr, sehr angetan. Es hat mich sehr überrascht, dass mich die Autorin wirklich so nach den ersten 50 Seiten absolut hatte, gerade auch was am Anfang passiert, fand ich mega, mega spannend, auch wie sich alles so dann im Laufe der Buchzeit auflöst, fand ich großartig gemacht, es war spannend gehalten, es war in einem wunderbaren Tempo erzählt, es war an den richtigen Stellen ein bisschen knackig und schnell, hat aber sich auch in etwas gefühlvolleren Momenten die Zeit genommen, so diese Emotionen entstehen zu lassen und das hat für mich die Autorin wirklich perfekt gemacht. Ich mochte diese historische Kulisse, die wirklich echt wirkt, die toll wirkt, die wirklich Spaß machte. Und ich mochte eben auch, wie man das sich alles so vorstellen konnte. Also, dass man wirklich mit eingetaucht ist mit Elisa und eben so eine Zeitreise gemacht hat und zudem eben auch eine andere Kultur kennenlernen konnte. Wirklich ganz, ganz toll. Es gibt natürlich eine kleine Liebesgeschichte in diesem Buch, die ich ebenfalls wunderschön fand. Also, ich bin ja nicht so der größte Fan, wenn man immer so dieses Klischeehafte an Liebesgeschichte und man merkt ja hier schon so, hier treffen zwei Welten aufeinander und man ahnt schon, dass es Probleme geben wird, aber ich finde es schön, wenn Leute einfach stark sind, dazu stehen, was sie tun, dazu stehen, wie ihre Gefühle sind und das hat man hier in diesem Buch einfach. Man hat einen starken weiblichen Charakter, was ich einfach wichtig finde, dass man eben merkt, wie kamen wir Frauen eigentlich von der Geschichte zu dem, was wir heute sind, wie wir heute gleichberechtigt zu großen Teilen mit den Männern sind und wie eben Frauen früher dafür gekämpft haben, dass das so ist. Und da wollen wir mal einfach absehen, dass man es gefühlt heute wieder komplett zurückgeht und irgendwie uns wieder als Frauen sozusagen auch irgendwie, eigentlich irgendwie unter den Mann wahrscheinlich in vielen Büchern darunter stellen und immer der starke Held und
wo man sich denkt, das muss immer gar nicht sein. Ich finde, so ein gewisses Maß an Gleichheit ist eben einfach wichtig. Und man merkt eben hier, wie eben starke Frauen sich entwickelt haben und eben durchaus einen starken Mann an ihrer Seite haben. Und dass sich das in keinster Weise widersprechen muss, sondern wirklich wunderbar funktioniert. Und das ist wirklich etwas, was ich ganz wichtig von diesem Buch einfach mitnehme, wie toll eben wirklich so diese Charaktere sind, wie toll das auch mit einer Macht funktioniert. Also wir erleben ja auch in der Maharaja-Familie, was bedeuten Frauen, wie funktionierte das im damaligen Indien, wenn die Witwen sozusagen mit ihren Männern, die gestorben sind, im Grunde umgebracht wurden. Man hat hier so kritische Themen, die aber sehr spannend und wirklich gefühlt historisch recherchiert sind, übertragen werden. Und das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, dem im Grunde zu folgen. Was ich ein bisschen schade finde, und das ist so ein bisschen, weswegen es nicht das absolute Highlight ist, sondern eher so eben das kleine Highlight, ist so ein bisschen, dass die Nebencharaktere in diesem Buch ein bisschen blass bleiben. Das ist komplett egal, wie weit sie von unserer Protagonistin im Grunde weg sind. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass man nicht nah herankommt, dass man dass sie einfach viel zu weit sind, um sie greifen zu können. Und das fand ich tatsächlich ein bisschen schade. Hier hätte ich mir eben auch die Nebencharaktere durchaus ein bisschen kraftvoller gewünscht und ja, so ein bisschen nahbarer, greifbarer und auch ein bisschen echter. Es war manchmal sehr schwierig, sich die Nebencharaktere vorzustellen. Das fand ich tatsächlich ein bisschen schade. Aber sonst ist das wirklich eine absolut tolle historische Geschichte, die mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und ich werde jetzt auf jeden Fall gucken, dass ich das Buch, was ich von ihr hier habe, mit der Tochter des Seidenhändlers irgendwie so, dass ich das auf jeden Fall auch nochmal oder überhaupt lesen werde und nicht nur ausleihe. Wenn der Schreibstil dort genauso gut ist wie in diesem Buch, dann denke ich, habe ich hier ein tolles Buch vor mir. Und das war wirklich eine ganz, ganz tolle Entdeckung und hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ja, das waren jetzt die drei Bücher der Woche, beziehungsweise man kann, glaube ich, Doors tatsächlich nicht so ganz als eigenständiges Buch zählen. Aber ja, wie das natürlich so ist. Ja, ich habe in dieser Woche auch gelesen im Deutscher Buchpreis, die Nominierten, das sind ja diese Leseproben, die eben auch jetzt hier im Hugendubel in Berlin auslagen, dort habe ich das mitgenommen und es ist ja die Longlist mit insgesamt, keine Ahnung wie viele Nominierten, einigen, habe ich schon wieder verdrängt, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 8, 20 Nominierte. Es wird ja dann im September, glaube ich, irgendwann die Shortlist geben und Anfang Oktober zur Eröffnung der Frankfurter Buchmesse wird dann der Buchpreis vergeben. Ich muss ehrlich sagen, dass ich ja immer mal so ein bisschen stiefmütterlich sozusagen den Buchpreis verfolgt habe. Es mich im Grunde immer nicht sehr groß interessierte und ich weiß jetzt bei diesen Leseproben tatsächlich warum. Es sind Thematiken dabei, die mich gefühlt überhaupt nicht ansprechen. Es geht in gefühlt 15 von 20 Büchern entweder um den Zweiten Weltkrieg, es geht um den Ersten Weltkrieg, es geht um den Kalten Krieg, es geht um die ehemalige DDR, es geht um Vertreibung aus Russland, es geht um Krieg und um Flucht und um keine Ahnung. Das sind einfach alles leider Themen. Ich bin einfach davon kein Fan und kein Freund, die mich überhaupt nicht interessieren. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, dass viele diese Geschichte immer so wichtig nehmen und ich mir denke, man kann es doch eh nicht mehr ändern. Warum blicken die Menschen nicht einfach in die Gegenwart und versuchen da was zu bewegen oder eben in die Zukunft, um eben zu gucken, dass es nicht mehr so ist, wie es irgendwann einmal war. Und immer diese Blicke zurück mit so einem vorwurfsvollen Ausdruck, damit kann ich einfach nichts anfangen und das ist jetzt einfach so meine Meinung dazu. Ich habe hier wirklich bei vielen Titeln so reingeguckt und dachte mir, ein bekannter Autor ist Maxim Biller, jetzt an sich nicht als Autor, ich kenne den aus dem literarischen Quartetten, das ist ja einer, der gefühlt nichts mag und nichts leiden kann. Und so ein Eindruck hinterlässt auch einfach diese Leseprobe von ihm, von Sechs Koffer. Ich glaube, das Buch ist auch im letzten literarischen Quartett besprochen worden. Mich hat ein Buch interessiert und dessen Namen habe ich jetzt schon wieder verdrängt. Ein Buch fand ich tatsächlich nach der Leseprobe ganz spannend. Ich habe aber, wie gesagt, jetzt natürlich das wieder, das war von einer Autorin auf jeden Fall, das habe ich mir gemerkt. Mal gucken, ob ich sie am Bild wiedererkenne. Hier ist noch alles möglich von Diana Molinari und da geht es, glaube ich, irgendwie um einen Wolf und sie ist eine Wachfrau bei einer Verpackungsfabrik, das ist so gefühlt das einzige Buch, was ich nach der Leseprobe irgendwie noch interessant fand und wo ich dachte, ja, da hättest du jetzt weitergelesen, aber ansonsten ist mir das gefühlt tatsächlich irgendwie egal und ich
ja, weiß nicht, was ich davon halten soll. Ihr könnt mir gerne mal sagen, was ihr so vom Buchpreis haltet, ob ihr hier einen Favoriten habt, ob ihr eins dieser Bücher schon gelesen habt. Also mir sagen weder die Autoren groß noch irgendwas, noch die Geschichten. Es war auch sehr schön gewesen im Hugendubel in Berlin, wo wir waren. Da waren auch, ich glaube, so ziemlich fast alle dieser Bücher im Grunde so richtig schön auf einem Tisch ausgelegen. Und da hätte man sich durchaus ein bisschen ja auch einlesen können. Was ja bei Hugendubel immer sehr schön ist, dass man da auch diese Sitzgelegenheiten hat. Und das ja bei dem in Berlin auch der Fall ist. Und ja, das so meine Gedanken auf jeden Fall auch dazu. Ich habe mich sozusagen auch ein bisschen gebildet, während ich am Wannsee lag. Ja, denn ich war im Grunde 3 Tage in Berlin. Ich bin Mittwoch angereist, war wunderbar shoppen bei Primark, Lush Rituals und allerlei anderen Krams. Und am Donnerstag sind wir dann zum Wannsee gefahren. Ich war das erste Mal als bewusst denkende Frau sozusagen am Wannsee. Ich muss wohl vor 30 Jahren mit meinen Eltern schon mal dort gewesen sein, aber da war ich 4 oder 5 Jahre, ich erinnere mich leider nicht mehr. Und ich fand es wirklich großartig. Wir waren am Strandbad und das ist wirklich, man hat da einfach mehr Feeling. Man hat da Strand, man kann sich da reinlegen, man hat Sonne pur gehabt an dem Tag. Es waren, glaube ich, 34 Grad, ein paar Wolken und man geht wirklich in diesen Wannsee rein und hat das Gefühl, man läuft ins offene Meer und es war wirklich ein absoluter Traum. Also es ist absolut empfehlenswert und ich glaube, so eine Woche am Wannsee ist fast so entspannend wie die Woche am Meer. Aber es ist natürlich nicht ganz vergleichbar. Ein Meer hat bei mir natürlich trotzdem eine andere Wirkung. Aber ich fand es wirklich ganz, ganz toll. Und Freitag bin ich dann wieder nach Hause gefahren. Habe da schon so die ein oder andere Regenwolke erwischt. Aber mein neues Auto, mein kleiner Kimi, ist die Strecke sehr, sehr gut gefahren. Und man merkt tatsächlich die fast 20 PS ein bisschen, die es mehr hat. Die merkt man, wenn er am Bergauf nicht ganz so an Geschwindigkeit verliert. Ich bin ja durchaus eine etwas schnell fahrende Person, wenn natürlich die Straßen frei sind, die das sehr genießt und wenn dann die Musik noch passt und laut und ich kann mittrellern, dann ist das eine ganz tolle und entspannende Autofahrt und das war es zum Glück auch wirklich. Straßen waren gut frei, man hatte ein paar Baustellen, aber das finde ich auch nicht weiter tragisch. Ich musste einmal recht scharf bremsen, wo ich dachte, okay, Bremsen funktionieren, machen wir gleich mal toi toi toi. Und es war toll. Ich bin ein Fan als Besucher von Berlin. Ich bin gefühlt immer mal ein bisschen überfordert mit den vielen Menschen und diesen vielen Möglichkeiten und ich bin total fasziniert, wie es meine Mädels sozusagen immer hinbekommen mit den S-Bahnen, U-Bahnen, Straßenbahnen und also ich bin da schon und denke mir, okay, ja, es gibt da Apps für, ist mir alles mittlerweile klar, aber ich finde das wirklich beneidenswert. Also wenn ich jemand, ja wahrscheinlich tatsächlich verwöhnt ist, vorm Haus steht mein Auto, es fährt mich vor die nächste Tür. Und man muss nirgendwo warten, man muss nicht gucken, wann fährt welche wohin und wieso. Ich finde das schon, hat so einen gewissen Stresspegel, aber ich glaube, den hätte ich nur, wenn ich dort wohnen würde. So war das wirklich mit meinen Mädels, ist das immer super und bin auch froh, dass ich jemanden habe, der mich hinterherlaufen kann. Ja, das ist definitiv so. Aber Berlin ist absolut eine Reise wert und ich war ja dieses Jahr schon zum 3. Mal dort und es wird auf jeden Fall in diesem Jahr noch eine Reise geben, wenn dann auch die Harry Potter Ausstellung sein wird und Tanz der Vampire wird in Berlin sein und das möchte ich unbedingt sehen und ja, also eine Reise wird es noch geben. Bin noch nicht sicher, ob es mit dem Auto sein wird oder mit dem Flixbus und ich labere hier so rum. Ja, auf jeden Fall eine tolle Zeit in Berlin. Und auch wenn ich in der Zeit kein Buch gelesen habe und auch im Grunde auch keine Serie oder so gucken konnte, ist das trotzdem etwas, was man absolut genießen kann und einfach wunderbar auch in den Urlaub sozusagen eintauchen kann. Und mir macht Reisen und Autofahren und Freunde treffen eben wirklich großen Spaß. Aber wem wahrscheinlich auch nicht. Ja, ich habe in der letzten Woche ja schon erzählt, dass ich mit This Is Us begonnen habe und habe die erste Staffel auf Amazon Prime zu Ende geguckt, habe mir dann Folge 1 und 2 der zweiten Staffel bei Amazon Prime gekauft. Ich glaube, da kann man sich die Folge für 2,49 kaufen. Die erste Folge gab es sogar zum Sparpreis, ich glaube, von 49 Cent. Und dann konnte ich über die Six-App in der Mediathek konnte ich alle anderen bisher erschienenen Folgen auf Six sozusagen angucken. Und ich bin jetzt per heute sozusagen auf dem aktuellen Stand, wie es auch auf Six der Fall ist. Und ich liebe diese Serie. Es ist wirklich ein Serienhighlight für mich. Es ist eine Serie, die einfach so echt ist, die tolle Charaktere hat, die eine tolle Geschichte oder Geschichten erzählt und die so emotional ist, dass man gefühlt bei jeder Folge eigentlich heult und gar nicht weiß, warum.
Ja, es ist tatsächlich so. Also mir macht diese Serie unglaublichen Spaß. Ich habe natürlich, ja, mittlerweile schon Lieblingscharaktere angefangen von Jack über Kevin, über Kate und Randall. Also ich bin wirklich ein absoluter Fan und ich finde zwar manches nach wie vor sehr klischeehaft, ich finde manches auch einfach drüber. Mir geht auch manches ein bisschen auf den Keks, aber das gehört so zum Leben dazu. Wir Menschen sind auch so, ne? Also wir sind manchmal Klischee, wir sind manchmal nervig, wir sind manchmal emotional und wir sind manchmal drüber. Und ich finde, das ist einfach so echt, das ist total verrückt, dass das in meinem Kopf so zusammenpasst, obwohl ich ja kein Fan von Soaps oder Serien bin dieser Art. Also weiß ich nicht, wie das alles heißt, GZ, SZ und Rote Rosen und Sturm der Welt, Nein, Zeit, ich weiß es nicht mehr. Damit kann ich überhaupt nichts anfangen, aber This Is Us ist wirklich einfach großartig. Ist eine absolute Empfehlung. Ich weiß, dass es, glaube ich, jetzt schon in den USA eine dritte Staffel gibt. Ich bin mir gerade nicht sicher, oder ob die noch kommt. Aber ich finde das wirklich großartig. Ich kann das absolut empfehlen. Also guckt euch einfach mal auf Amazon Prime das an. Man kann da ja auch einen Staffelpass kaufen, was es ja günstiger macht. Bei der Mediathek, bei Six, sind die Folgen immer nur eine gewisse Anzahl gespeichert, deswegen Folge 1 und 2 der zweiten Staffel nicht mehr dabei waren und ich die eben über Amazon kaufen musste. Wobei ich also jetzt 3 Euro für 2 Folgen absolut in Ordnung fand und mir denke, ich hätte mir auch den Staffelpass geholt. Da ich aber nicht weiß, wie lange ich jetzt noch Amazon Prime haben werde, ob ich das jetzt weiter verlängere oder, ne, deswegen dachte ich, okay, guckst du einfach auf Six weiter und habe das im Grunde auch gemacht und fand es, wie gesagt, einfach großartig und es ist wirklich eine Serie, die ich euch absolut ans Herz legen kann und die mir wirklich sehr, sehr, sehr gut gefallen hat und ich da einfach ein Fan bin und merke, dass das wirklich eine Serie ist, wo ich mich frage, warum habe ich mich so lange davor verschlossen? Wahrscheinlich, dass ich jetzt einfach sozusagen die zweite Staffel absolut mit wegsuchten kann. Auch wenn sie jetzt natürlich so ein bisschen einen Wartefaktor hat. Aber ich freue mich da jetzt einfach drauf, die im Grunde weiter zu erleben. Ja, hörbuchtechnisch, habt ihr schon gemerkt, habe ich diese Woche nichts gehört und es hat mir definitiv gefehlt. Und ich war total happy, als dann ab Freitag oder Samstag der zweite Teil, Die Frauen vom Löwenhof, erhältlich war bei Audible. Das Buch sollte ja erst im September erscheinen, war dann schon angekündigt für Ende August und ich glaube sogar erst für den 27., 28., aber ähnlich wie beim aktuellen Stephen King, den es ja auch schon gefühlt eine Woche vorher in der Thalia gab oder 4-5 Tage vorher, war auch dieses Buch früher erhältlich und so habe ich mich direkt mit meinem aufgesparten Audible-Guthaben darauf gestürzt. Und habe es auch direkt gestartet. Also ich habe jetzt, glaube ich, auch schon ein paar Stunden Die Frauen vom Löwenhof gehört, den zweiten Teil. Aber dazu seht ihr dann natürlich in der nächsten Woche ein bisschen mehr. Ja, jetzt aktuell habe ich noch eine Woche Urlaub vor mir. Wenn ihr das Video seht, ist der Urlaub im Grunde vorbei. Aber wir hinken ja eine Woche hinterher. Und ich freue mich sehr auf diese letzte Woche, weil ich merke, wie die Entspannung wirklich jetzt so richtig angekommen ist. Man im Urlaub angekommen ist. Und dass man jetzt eben einfach nochmal so diese extra Zeit hat, wo man einfach so richtig wumm nach unten kommt und ich das jetzt auch wirklich mich sehr freue, sehr genießen werde und mich jetzt auf die dritte Woche auch freue. Es gibt nicht direkt große Pläne, so 2-3 Freunde möchte ich auf jeden Fall noch treffen. Es wird auch noch ein kleines Grillfest geben und mal gucken, wie das Wetter sein wird, ob wir nicht doch noch das, was wir uns für die Wohnung vorgenommen hatten, ob wir das noch umsetzen. Dazu war es ja einfach tatsächlich zu heiß. Ja, auch für manche Dinge kann der Sommer zu heiß sein. Wenn auch grundsätzlich ich den Sommer absolut vorziehe, als jetzt dieses 13 Grad bewölkt kalte Wetter draußen. Ich mir denke, oh, ich würde gerne jetzt schon die Heizung anmachen, aber ja, das kann man gefühlt halt Ende August noch nicht. Da macht noch keiner seine Heizung an. Da muss man sich eben ein bisschen wärmer anziehen. Wobei ich das Oberteil tatsächlich als Schnäppchen, glaube ich, aus dem Taco jetzt auch ganz schön finde, um es einfach so zwischendrin jetzt in der Übergangszeit zu tragen. Ja, es gab auch keinen Film groß in dieser Woche. Kinotechnisch möchte ich den Film mit Winnie Pooh jetzt mal noch irgendwie sehen. Mal gucken, ob ich das im Urlaub hinbekomme oder vielleicht die Woche darauf folgend. Christopher Robin, der soll ja wirklich super, super schön sein. Der ist jetzt ja Mitte August auch gestartet. Filmtechnisch habe ich nichts angeguckt. Ich weiß, dass es Doctor Strange jetzt auf Netflix gibt, was ich super fände. Den muss ich unbedingt noch mal ein zweites Mal anschauen.
Und ja, serientechnisch, This Is Us habe ich erzählt. Ich glaube, ich habe jetzt alles so, ja, ich überlege. Nein, ich habe, glaube ich, nichts vergessen. Und wenn, dann kommt das in der nächsten Woche. Und ich, ja, danke euch jetzt erstmal fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht und euch gefällt das auch mit diesen Clips weiterhin. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, ob euch das gefällt, ob wir das vielleicht auch tatsächlich zukünftig einfach so ein bisschen ja, lassen können oder ob es euch tatsächlich lieber ist, wenn man so gemütlich in einem Stück über alles spricht. Das könnt ihr mir gerne mal da in den Kommentare schreiben. Alle Buchinfos und ja, Leseklubs und sonstiges findet ihr natürlich wieder auch in der Infobox. Es ist ja theoretisch jetzt auch schon der 1. September, wenn ihr das Video seht. Das heißt, Harry Potter 7 kann gestartet werden. Den freue ich mich ganz besonders im September. Und ja, das war es jetzt aber von mir. Ich danke euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.